Die Diagnostik bei Verdacht auf Lungenkarzinom sollte idealerweise in einem Zentrum erfolgen, vielleicht sogar am besten einem zertifizierten Lungenkrebszentrum. Es sollte eine umfassende Bildgebung ermöglichen. Es gehört in den meisten Fällen auch eine umfassende molekulare Diagnostik dazu, wo also verschiedene Aspekte des Tumors selbst näher untersucht werden und entsprechend dann auch eine Besprechung der verschiedenen Therapieoptionen, die sich aus der Bildgebung, aus der Symptomatik und aus den Ergebnissen dieser molekularen Testung dann ergeben. Es gibt eine ganze Menge an Therapiemöglichkeiten, abhängig vor allem vom Tumorstadium. Im frühen Tumorstadium kann man vor allem lokale Therapieverfahren, wie zum Beispiel eine Operation mit vollständiger Entfernung des Tumors oder auch eine Strahlentherapie vorschlagen. Meistens wird auch eine zusätzliche Chemotherapie dann auch eingesetzt. Im fortgeschrittenen Tumorstadium ist auch eine Chemotherapie sehr häufig eine sehr wichtige Therapieoption. Aber wir haben gerade in den letzten Jahren neue Therapieoptionen bekommen, wie zum Beispiel eine Immuntherapie oder auch eine zielgerichtete Therapie, die entweder in Kombination mit Chemotherapie oder auch alleine zu einer erheblichen Verbesserung unserer Therapieoptionen geführt haben. Wir haben teilweise bei Patienten trotz eines metastasierten Tumorstadiums mittlerweile sehr, sehr gute Aussichten. Wir haben bei einem Teil der Patienten mittlere Überlebensraten von über 5 Jahren. Das ist noch mit älteren Therapieoptionen. Wir haben diese weiter verbessert, sodass wir vielleicht sogar noch besser werden zunehmend. Wir haben immer mehr Patienten, die trotz eines metastasierten Lungenkarzinoms ein normales Leben führen und das über längere Zeit ohne große Einschränkungen. Das ist eine unglaublich erfreuliche Entwicklung. Nach wie vor ist natürlich das Thema Lungenkrebs ein sehr ernstes Thema. Wir werden sehr häufig über die Situation neu entscheiden müssen. Kann man mit der Therapie fortführen? Müssen wir eine Therapieänderung machen? Es ist keine Erkrankung, bei der man sich groß zurücklehnen kann. Leider weder als Patient noch als Behandler. Sondern man muss gemeinsam den besten Weg für den einzelnen Patienten finden. Und das ist eben am besten möglich in einem Lungenkrebszentrum.